Also wer sich an diese Szene noch erinnert. Das ist es! Das ist es! Alter! Der wird sich doch jetzt fragen, was ist eigentlich mit der Tavernenflotte auf Welt 53 los? Und genau darum geht's in diesem Video. Also, da sind wir. Welt 53, die gute alte Tavernenflotte. Sie gibt's immer noch. Durchaus, sie gibt's immer noch. Ja, wer hätte das gedacht? Es ist jetzt schon sehr, sehr, sehr lange her. Also der Server ist am 21.01.2022 gegründet worden. Das heißt, wir sind jetzt schon, ja, gute 7 Monate dabei. 7 Monate und ihr seht schon, mittlerweile haben wir uns auf Platz 3 eingereiht. Spoiler, das war schon mal besser, aber momentan haben wir ja ein bisschen Konkurrenz auf dem Server bekommen. Korrekt, das ist die Sprachenlernen, Bubble. Ja, und da die Ehrenhalle nicht funktioniert, muss man sich halt anders zu helfen wissen. Es gibt noch 2 Gilden, die vor uns sind auf diesem Server. Das ist einmal Pleasures. Eine Gilde, die sich jetzt quasi zusammen fusioniert hat und also wirklich, wirklich eine sehr starke Konkurrenz bilden, muss man einfach sagen. Da sind fette Leute drin, fette Brecher, sage ich mal, die auf jeden Fall gut reinkloppen, den einen oder anderen Crit verteilen und wie man sieht hier, ne, mal verlieren wir, mal wehren wir die auch ab, deshalb können wir uns eigentlich ganz gut immer zwischen Platz 3 und Platz 2 halten, weil man muss ja sagen, und da bin ich sehr stolz drauf, bei der Tavernenflotte, ihr seht das auch hier, die Angriffsquote ist bei 100%. Da kann kommen, was wolle. Und es ist alles super geregelt. Wir haben auch von der Aktivität her den Elevator Platz 2 erreicht. Pleasures war dann auf 1 und die Legion auf 3. Da gab es aber allerdings auch wieder Bugs und sowas. Da müssen wir aber nicht drüber reden. Und wo wir bei der Legion sind, das ist die Truppe, die den Server beherrscht. Also gute Balthasar, Arcadia Miran, das sind die Leader von der Position 1, was die Gilden angeht, auf diesem Server. Und das ist die Legion. Und an denen haben wir natürlich hart zu knacken, aber man sieht auch, ein paar Angriffe konnten wir abwehren. Also da ist so unser großes Steckenpferd die Aktivität. Und natürlich haben wir unsere Lebensversicherung, der gute Das Silber, nach wie vor, auch wer das Video noch kennt mit der Tavernenflotte, ganz am Anfang, es gibt diese Momente immer noch bis heute, dass Silver uns quasi rettet, wie gesagt, die Lebensversicherung. Und ja, Platz 1 auf dem Server bei uns in der Tavernenflotte ist natürlich auch immer eine schöne Sache. Ziele sind natürlich, irgendwann die 1 zu werden und den Marathon durchzulaufen. Aber die Priorität liegt eigentlich darauf, die Aktivität so zu halten. Wir haben auch ein gutes Gildenleben, ein gutes Chatverhalten und so. Deshalb, da liegt eigentlich die Priorität und ich denke mal, der Rest kommt von ganz alleine. Blöd ist natürlich, dass ich jetzt nicht die Ehrenhalle zeigen kann. Da ist, funktioniert sie! Sie funktioniert einfach. Und da sieht man nochmal ganz schön die Auflistung. 2. Legion, Pleasures, Tavernenflotte, Team Zero, Husaria. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ist denn der Heimathafen? Naja, ich sag mal so, die Flotte brauchte irgendwann eine Wing-Gilde. Und so habe ich zusammen mit der Regie und auch zusammen mit der Legion mit Balthasar und Arcadia eine Wing-Gilde aufgemacht, den guten Heimathafen, wo man auch sieht, da sind 50 aktive Spieler drin, mittlerweile eine Top-10-Gilde. Ich sag mal so, W53 ist so ein bisschen das Tavernenflotten-Imperium. Und wer es vielleicht von euch mitbekommen hat, die Tavernenflotte geht ja jetzt auch auf Welt 59 an den Start. Und so wird sich das wahrscheinlich immer ein bisschen weiter fortsetzen, weil wir kennen alle die Gilden wie Hollywood, wir kennen die Gilden Crit Happens, die Beobachter fällt mir zum Beispiel spontan ein. Das sind alles Gilden, die siehst du immer wieder. Und ich möchte genau, dass die Tavernenflotte auch eine Gilde wird, die du immer wieder siehst und die immer wieder zumindest irgendwie einen Server, ja, ihren Teil so zum Server beisteuern kann. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt können wir aber auch noch mal kurz auf die Spieler eingehen. Ich meine, das bin ich hier, das ist meine Wenigkeit, gerade auf Platz 60. Ja, attributtechnisch eigentlich ganz solide. Mir fehlen nur so ein bisschen noch Steine. Wenn das Festungsevent am Wochenende kommt, dann sollte der ein bisschen noch mal einen Push kriegen, der Charakter. Den man aber auch noch erwähnen könnte, Leute, lass uns das mal eben schnell machen. Also warte, eigentlich kann man hier jeden erwähnen, der irgendwie in der Tavernenflotte aktiv ist, aber der gute Mozone. Und zwar, der ist vielleicht auch noch ein Charakter, der interessant ist für manche Leute, denn das ist ein Projekt-Account, ihr seht schon, Only Constitution, also Only Ausdauer. Das ist heftig, der Junge zieht es eiskalt durch, schöne Grüße an den Mo. 6000 Basis
Basispunkte im Ausdauerattribut. Es ist einfach nur wunderschön. Und die Werte sind nicht schlecht. Also der ist nicht von schlechten Eltern. Also das ist vielleicht ja sogar die neue Meta. Wer weiß das ja schon, ne? Wenn ich verliere, endet einfach das Video. Ohne Kommentar. Bomo. Ja! Hau rein, Leute!